Oh, Alter. Was geht ab, Leute? Hunger? Mit einem bisschen random Video heute. Und zwar hat mir eine Zuschauerin geschrieben. Ist eine ältere Dame, kenne ich von Pasing. Also sie kommt nicht von hier, kommt von irgendwo außerhalb. Aber früher immer in Pasing getroffen, hier und da mal. Sehr nett und ich finde es immer witzig, wie mir ältere zuschauen. Vor allem so eine nette alte Dame. schaut mir halt zu, so einem richtigen Assi. Auf jeden Fall hatte sie heute Morgen ein Video kommentiert und dann auch mir auf Facebook direkt geschrieben. Ging um Bamberg und wurden irgendwelche Polizeifahrzeuge in Brand gesetzt. Und jetzt wird, wir schauen uns gleich noch den Zeitungsartikel dazu an. Und jetzt werden halt Leute gesucht, Pokémon Go Spieler. Er hatte sie mir halt geschrieben, yo Hong, ich komme nicht aus Bamberg und so, aber ich habe das halt zufällig gelesen und dann habe ich irgendwie die Polizei kontaktiert, dies, das und irgendwas. Lese ich gleich nochmal. Und ja, vielleicht möchtest du das mal in einem Video erwähnen und vielleicht ja, hört das irgendeiner aus der Bamberger Community und da kann dann da irgendwie weiterhelfen. Ich meine, wir haben zwar nicht mehr viel Reichweite und ich bezweifle, dass ein Bamberger jetzt das Video sieht und jetzt erst durch mich davon erfährt. Ich denke mal, ein Bamberger hat das durch seine lokalen Bamberger Nachrichten und Gruppen schon längst erfahren. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt was bringt, aber vielleicht bringt es ja doch was und so einer netten Dame kann man nichts abschlagen. Ich hole mal kurz mein Handy und lese ihre Nachricht vor. So, sie hat mir nämlich geschrieben, den Artikel, wie gesagt, lesen wir gleich noch, hat sie mir den Artikel geschickt. Hab bei der Polizei Bamberg angerufen und denen gesagt, es gibt in jeder Stadt Gruppen, aber ich bin nicht von dort, kann aber versuchen, dich mal zu fragen, ob du einen Aufruf machst. Wäre doch super, wenn die Community hilft, den Fall zu klären. Aber wie gesagt, ich glaube, die Bamberger wissen da schon Bescheid. 5 Spieler treffen sich vermutlich dort zu einem Raid. Eventuell haben die jetzt Angst wegen der gültigen Corona-Regel. Der Polizist H.Haas meinte, sie brauchen keine Angst zu haben. Ah ja, auch sehr wichtig. Denn das ist hier absolut zweitrangig. Also, worum geht's? Die 5 Pokémon-Go-Spieler, die gesucht werden von der Polizei, sind keine Verdächtigen, sondern mögliche potenzielle Augenzeugen. Und es ist noch wichtig anzumerken, dass die nicht in Schwierigkeiten kommen, weil sie sich jetzt irgendwie für einen Raid getroffen haben. Also jetzt, wenn sich irgendjemand da meldet und sagt, jo, wir haben da was gesehen, wir waren bei einem Raid, dann wird die Polizei nicht sagen, ja, vielen Dank. Und jetzt nochmal eine Strafe dafür, dass ihr euch für einen Raid oder so getroffen habt. Also das wird nicht passieren. Das ist echt vollkommen irrelevant in dem Fall. Jetzt komme ich mal zum Artikel. Nach Brand von Polizeifahrzeugen, Beamte suchen Pokémon Go Spieler. Vom 13.05. Bamberg. Da habe ich sogar eine Weile gewohnt. Also was heißt eine Weile? Ein Semester habe ich dort gewohnt. Kein NC, immer noch in Bayern. Dachte ich mir, chillig. Aber die Stadt war mir zu klein. Und dann bin ich nach Wien gezogen zum Studieren. Oder zum Studieren. Nach dem Brand von 3 Polizeifahrzeugen am Wochenende auf dem Gelände der Bundespolizei in Bamberg. Also heftig, Mann. Bitten die Ermittler der Kriminalpolizei um weitere Hinweise von Zeugen. Insbesondere sucht die Polizei 5 jugendliche Pokémon-Go-Spieler. Das Feuer auf dem Areal des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei in der Zollner Straße, kann mich nicht an die Straße erinnern, verursachte in der Nacht von Freitag auf Samstag an den 3 unmittelbar nebeneinander abgestellten Kleintransportern einen Sachschaden von rund 20.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Fachkommissariats der für Staatsschutzdelikte ergaben sich Hinweise, dass die Polizeifahrzeuge vorsätzlich in Brand gesteckt wurden. Unbekannte Täter hatten sich über einen gewaltsam geöffneten Zaun im Bereich des angrenzenden Golfplatzes Zutritt zu dem Bundespolizeigelände verschafft. Die Ermittler bitten nun um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere suchen die Kriminalbeamten 5 Jugendliche und Heranwachsende als wichtige Zeugen, die sich bereits am Donnerstag gegen 11 Uhr im Bereich des Golfplatzes aufhielten. Okay, weil als ich das gelesen habe mit von der Nacht auf Freitag, von Freitag auf Samstag, da gibt es ja keine Raids, was haben da Jugendliche gemacht? Außer die haben, was weiß ich, da gemacht. Aber es war schon Donnerstag früh um 11 und das kann man ja eigentlich ganz leicht nachschauen, je nachdem, wer sich da für einen Raid angemeldet hat. Kann man ja immer noch rückwirkend nachschauen. Aufhielten und dort Pokémon Go auf dem Handy spielten. Dabei wurden sie von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes angesprochen. Genau. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer... entgegen.
Verrückte Sache. Und Pokémon Go könnte dabei helfen, diesen Fall zu lösen. Wie gesagt, ich glaube, die Bamberger wissen schon Bescheid. Wenn nicht, dann hoffentlich jetzt. Grüße gehen raus an die nette alte Dame, die sich da Sorgen macht und versucht, diesen Fall zu lösen. Detective Conan lässt grüßen. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist Business.